Hallo. Ja, wie schon gesagt, ich werde heute ein bisschen was über das Immunsystem erzählen, wie das Immunsystem so funktioniert in etwa. Und um zu verstehen, wie etwas funktioniert, ist es manchmal ganz gut zu verstehen, warum etwas nicht funktioniert. Und da bietet sich HIV sehr, sehr an, weil wenn ich das Immunsystem mit HIV aussetze, dann funktioniert es halt irgendwann einmal nicht. Was fällt euch zum Thema HIV ein so? Ihr könnt ruhig mitarbeiten, wie in einer Schule. AIDS, ja. Sex, ja, genau, Sex. Aber über Sex werde ich heute nicht reden. Ja, ja, tut mir leid. Anfangen werde ich mit einer kleinen Geschichte. Ja? Stellt euch einen Schrebergarten vor. Wir sind in Wien. Jeder kann sich einen Schrebergarten vorstellen, oder? Irgendwo in der Peripherie von Wien. Man stelle sich vor, Schrebergarten mit kleinem Häuschen. Das habe ich extra gebastelt für euch. Ja? Also ich muss dazu sagen, angemalt hat es meine Frau. Und wir stellen uns vor, in diesen Schrebergarten kommt jetzt ein Bösewicht. Ich habe einen Bösewicht mitgenommen, den habe ich meinen Kindern weggenommen. Hallo, ich bin der Bösewicht. Grüß dich, Bösewicht. Und dieser Bösewicht macht etwas ganz Spezielles in diesem Schrebergarten. Der will jetzt uns nicht irgendwas rauben oder sonst was, sondern was machst du? Ich breche ein, und zwar in die Alarmanlagen von diesem Schrebergarten. Da gibt es so kleine Hütten und da sind Alarmanlagen drinnen und dort breche ich ein. Na okay, ein bisschen seltsam dieser Bösewicht, aber das macht er halt. Was passiert dort jetzt? Zwei Dinge passieren dort. Das eine ist das, was du machst. Was mache ich? Dieser Kerl hier stellt dort den Kopierer ein. Okay, gut. Und das andere ist das, was die Alarmanlage macht. Was macht die Alarmanlage? Ja, genau. Die holt die Polizei. Aber wir wissen, wir sind in der Peripherie von Wien und das dauert mit der Polizei immer ein bisschen. Deswegen kann dieser Bösewicht sich auf den Kopierer drauflegen, wie in diesen 80er-Jahre-Bürofilmen. Und der macht viele Kopien von sich selbst. Schaut, ich habe da ein paar mitgenommen. Ja, die schauen dann etwa so aus. Da schaue ich super aus, gell? Und im Endeffekt sind die genauso wie der Erste. Ja, das Problem ist, der ist ein bisschen schwer, legt auf dem und produziert ziemlich viel Druck auf diese Alarmanlage. Alarmanlage geht ein, ja, Alarmanlage ist hin. Die Polizei, die daherkommt, die schnappt sich vielleicht noch den einen oder anderen von diesen Typen. Aber wir haben jetzt einige mehr und die machen genau das Gleiche wie der Erste. Nämlich die gehen zur nächsten Alarmanlage und zur nächsten Alarmanlage und zur nächsten Alarmanlage. Wie lange? Bis keine Alarmanlagen mehr da sind. Sehr gut. Nur das nächste Mal etwas lauter. Sehr gut. Wir verlassen jetzt diesen Bösewicht und wenden uns einer anderen Gestalt in diesem Schrebergarten zu. Dieser Oma. Grüß dich, Oma. Grüß dich. Diese Oma ist so ein... Ja, ich meine, die ist nicht bösartig oder so an sich. Die stiehlt jeden Sonntag die Kronenzeitung. Aber ansonsten macht's nichts Besonderes. Jetzt stellen wir uns mal vor, diese Oma lebt in einem Schrebergarten, in dem plötzlich keine Alarmanlagen mehr sind und keine Polizei mehr kommt. Was würde so eine Oma dann machen? Ja, was würde ich dann machen? Ganz einfach, das würde sie machen. Schau mal. Die macht den Schrebergarten kaputt. Ja? Schönes Haus ist auch hin. Ja. Und zwar das, obwohl sie normalerweise nur die Zeitung klauen würde, weil einfach jetzt keine Polizei mehr kommt. Und genau so funktioniert das auch bei uns im Körper. Wir sind so eine Art Schrebergarten und bei uns im Körper gibt es das Immunsystem. Und das Immunsystem besteht bei uns im Körper aus zwei Teilen. Aus den Alarmanlagen und aus den Polizeizellen. Die Alarmanlagen, die nenne ich jetzt ganz salopp einmal die CD4-Zellen. Oder die T-Helfer-Zellen. Diese erkennen Eindringlinge. Also zum Beispiel Bakterien, Viren, Würmer, Tumorzellen, alles Mögliche. Und aktivieren
Die Polizeizellen. In dem Fall sind das so Sachen wie B-Zellen oder die CD8-Zellen oder T-Suppressor-Zellen, wie sie genannt werden. Die produzieren Antikörper oder sagen den Zellen, bitte Zelle, bring dich um, weil du bist infiziert mit irgendeinem Virus. Ja? Und zwar funktioniert das ganze System nur gemeinsam. Ja? Nur wenn die CD4-Zelle und die B-Zelle zum Beispiel den Eindringling erkennt, kann der Eindringling auch abgewehrt werden. Warum? Das ist ein bisschen komisch. Warum glaubt ihr, ist das so? Genau, damit man keine guten Zellen umbringt. Das ist in der Wirtschaft auch bekannt, das nennt man das Vier-Augen-Prinzip. Ja? Also zwei Leute müssen das sehen und sagen, okay, passt oder passt nicht. Ja? Und genauso funktioniert das bei uns im Körper auch. Das geht manchmal schief, da nennt sich das Ganze dann Allergie oder Autoimmunerkrankung, aber in den meisten Fällen funktioniert das ganz gut. Und deswegen ist es auch nicht möglich für uns, im Schrebergarten zum Beispiel die Polizei einfach patrouillieren zu lassen, so mit Schlagstock, zack, zack, zack. Ja. Die würden nämlich ständig irgendwelche Jungs, die Fußball spielen, niederschlagen oder irgendwelche Omas, die ihren Garten... Huch, bin ich schon fertig. Ja, so funktioniert das Immunsystem. Eigentlich wollte ich das eh nur erklären. Noch zur Oma. Ja, was hat die mit HIV zu tun? Ja, also HIV ist natürlich eher hier. Die Oma, das sind diese Krankheiten, die dann HIV zu dem machen, was es ist. Zu einer sehr unangenehmen Krankheit. Weil ich kann dann auch an einem Schnupfen sterben, an dem wir als gesunde Menschen möglicherweise nicht sterben würden. Und damit wir am Schluss doch noch ein bisschen Sex haben, habe ich hier noch ein paar Kondome.